Dann schauen wir mal, ob hier irgendwo noch in der Sidequest herumliegt. Wahrscheinlich eher am Tag als in der Nacht. Oh, Katze, die kommt schon so auf mich zu. Und gleich nochmal. Wollte ich eigentlich nicht, aber warum nicht? Waren wir hier schon drin? Nein, waren wir noch nicht. Können wir mal aufschließen. Okay, wo sind wir denn hier? Schlafzimmer von irgendjemandem. Erstmal die Katze streicheln. Liebe Frau Professor Scham, vielen Dank für Ihren jüngsten Beitrag über himmlische Anomalien. Es könnte eine perfekte Ergänzung für den Atlas sein, den ich zu veröffentlichen denke. Ich setze mich mit Ihnen in Verbindung. Ich beschließe Ihren Beitrag, der oder damit verbundene Forschungsergebnisse in die Publikation aufzunehmen. Besten Grüßen, MPN Carnius. Okay. Hallo Homura. Also entweder ist das hier der Raum von diesem Carnius oder von Professor Shah. Richtig jetzt nochmal streichen. Nee, nicht gilt. Revelio. Wird mal das Rätsel zu lösen. Aha. Das ist leicht. 5 minus 3 minus 0. Das ist 2. Da müssen wir noch wissen, was die Nummer 2 für ein Tierwesen sein tut. Weil es so dieses merkwürdige Ding. Das heißt. So. Haben wir ein Huhn. 12, 4. Das ein Huhn. Die 1. Also 12 minus 4 minus 1 ergibt dann die Zahl, die bleibt. Das ist die 7. Und die 7 ist die 7 ist dieses Auge, diese Augenhand.
Genau diese. Schutzbruder und Ruinen für den Raum der Wünsche. Ah ja. Katze. Hier sind so viele Katzen, ich muss weg. Professor Ronan. Lange nicht mehr gesehen. Professor, haben Sie einen Moment Zeit? Für meine Schüler doch immer. Wie kann ich Ihnen helfen? Darf ich fragen, wie lange Sie schon in Hogwarts unterrichten? Nun, wie lange schon? 7 bewegte Jahre. Die Zeit verfliegt, denn wir haben Spaß. Das finde ich wichtig. Ein wissbegieriger, positiver und zuversichtlicher Geist ist doch stets am offensten. Einige Professoren sind vermutlich anderer Ansicht. Nun ja, jeder hat eben seinen eigenen Stil, nehme ich an. Manche Lehrkräfte glauben, dass harte Arbeit und Hingabe die einzigen Schlüssel zum Erfolg sind. Aber sie vergessen, was diese Dinge beeinflusst. Wer nicht begreift, warum manche Menschen ihre Energie für Koboldsteine aufwenden, ist blind für die enorme Macht des Spiels. Unterrichten Sie deshalb auf diese Art? Ganz genau. Ich bemühe mich, die Art Professor zu sein, die ich mir in der Schule gewünscht hätte. Meine Erfahrungen waren nicht so erfreulich. Vielleicht wären Sie ohne diese Erfahrung nicht der, der Sie heute sind. Hätte ich eine traditionellere Ausbildung erhalten, nun, genug von meiner Schulzeit. Sie sind jetzt hier. Und es wäre schade, wenn Sie das nicht genießen würden. Ich gebe mein Bestes, Professor. Vielen Dank für Ihren Rat. Nur zu gerne. Versuchen Sie heute etwas Spaß zu haben, ja? Ja, die Schulstunden sind irgendwie vorbei für das Jahr. Ach ja, Professor Ronan. So einen Lehrer hätte ich damals auch gebraucht in der Schule. Da wäre der Unterricht gleich viel spaßiger gewesen. Oh, hallo, Homura. Jetzt können wir mal in das Büro des Freundchen Professors einbrechen. Mit freundlichen Lehrern wäre man auch viel. Ist man auch gleich viel besser motiviert. Ein bisschen Geld von ihm geklaut. Nietenhandschuhe. Mögliche Spiele für das Klassenzimmer. Oh, toll. Eine Levitationsstunde. Ermutigen Sie die Schüler, Blöcke durch erhöhte Reifen oder ähnliches schweben zu lassen. Entwaffnen und ausweichen. Verbessern Sie Expelliarmus und Reflexe. Ziel auf Zack. Zurück zu den Grundlagen mit Wurfübungen auf Ziele, die verzaubert sind und sich schnell bewegen. Ach, das finde ich groß. Und das finde ich großartig, dass der so viel Mühe gibt und sich da auch noch Spiele ausdenkt. Für die Unterrichter. Das ist doch. Er ist Lehrer mit ganzem Herzen. Oha. Ein neuer Zauberstab. Teil. Naja. Das passt aber auch hier hin. Echt, dieses Ding hier mag ich nicht. Ich behalte den hier, den schwarzen. Sieht gut aus. Neue Kleidung. Ja, behalten wir den.
Das müssen wir mal ändern, wenn es lustig aussieht. Hier wieder einen Brief. Wir klauen hier einfach Briefe von Professoren. Oh, Schloss auf Stufe 2. Sehr schade. Ah, das ist ein, da ist ein Platz. Und das manche Gefängniszelle ist in der Sirius Black in Teil 3 gefangen wird. Das ist relativ weit oben, das ist auf dem Astronomieturm in Richtung, das ist, das könnte, das ist da. Das ist der. Das ist die Zelle. Ist ja fantastisch. Das muss so sein. Würde ich mal behaupten, dass sie das ist. Machen wir mal gerade eine kleine Tour durch Hogwarts. Gucken wir mal, wo wir alles einbrechen können. Ich hoffe, ich trigger hier keine Hauptquest. Nee, die ist draußen. Oh, hoppala. Tut mir leid, Professor. Einmal Reparo, dann geht das wieder. Gibt es eine Sidequest? Die Motte hier oder was? Bricht mal Lumos. Lumos. Wo gehörst du hin? Muss doch irgendwo ein Mottenbild geben. Alohomora. Heute werden die Schlösser geöffnet. Eine wahrhaft aufgeschlossene Aufnahme. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich. Tja. Und dann mal runter. Gibt's nichts außer einer Katze, die man natürlich streicheln. Okay, was haben wir hier? Hab ich doch was gehört. Aha, nicht eine Seite. Skelett eines Auguri. Dieses ist das Skelett eines irischen Phönix. Oder Auguri. Ein äußerst scheuer Vogel, der Regen vorhersagen kann. Und dessen klagende Schreie einst den Tod ankündigten. Aha.
Lumos. Aha. Hier muss die Mutter so hin. Dann bringen wir sie mal zu ihrem Rahmen. In die Handbuchseite. Einige zu sammeln. Okay, hier geht's lang. Haben wir hier noch irgendwelche Räume? Ach, hier geht's hier lang. Rebellio. Hier ist nichts. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Tja. Professor Hackett. Professor, erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit im Ministerium? Ihre Neugier ist verständlich. Nun, ich kann zwar nicht im Detail über meine Arbeit sprechen, aber ich kann einige interessante Fakten erzählen. Die Unsäglichen gehören zur Mysteriumsabteilung des Ministeriums. Eine gefährliche Arbeit, wie Sie sicher vermutet haben. Ja, Professor. Machen Sie sich keine Sorgen wegen meiner Verletzung. Ich habe mich schon vor langer Zeit damit abgefunden, dass ein Diptam-Zweig mit Sicherheit verwelkt, sobald man ihn pflückt. Haben Sie sich damit abgefunden? Oh, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit ich verloren habe. Es könnte sein, dass ich die verlorene Zeit gegen gewonnene Zeit eingetauscht habe. Und darüber nachzudenken wäre reine Zeitverschwendung. Aktuell erlaubt uns keine Magie, in der Zeit zurückzureisen. Irgendwann vielleicht. Ich kann Ihnen sagen, dass ich meine Jahre im Ministerium sinnvoll genutzt habe. Und ich bin jetzt in Hogwarts genauso glücklich wie vor Jahren in der Mysteriumsabteilung. Da gibt es so eine Zeitumkehrer. Ich bin auch froh, dass Sie jetzt in Hogwarts sind. Wird wahrscheinlich noch aufkommen. Danke. Apropos Zeit. Vielleicht sollten Sie Ihre Zeit in die Verbesserung Ihrer Verteidigung investieren. Ja, Professor. Angriff ist die beste Verteidigung. Jetzt würde ich mal gern sehen, ob ich hier. Natürlich nicht. Da muss man erstmal noch. Rebellio. Ein paar hier. Demigeise sammeln. Es geht so leicht nicht. In den berühmten Klassen. Im berühmten Raum der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Lehrerin. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Hackett an sich genommen hat, nachdem sie während der großen Villa-Razzia von 1878 im Alleingang einen der größten Villa-Ringe in Ostwales zerschlagen hatte. Seele hilft. Sidequest. So finden wir hier noch Sidequest. Diese Sache mit dem Skriptorium hängt mir noch ziemlich nach. Nie wieder. Also.
Ist das der Raum oder ist das ein anderer? Gerade von Herodina. Ja, da waren wir eigentlich schon. Ah, Sebastian. Hallöchen. Luke und Brattleby muss sich fast eingenässt haben. Dann gehen wir mal hier links. In Rechtshäusern gibt es keine verschlossenen Türen mehr. Und war der Zaubertrankunterricht? Der war da auch hier irgendwo. In der Nähe. Wir müssen noch ein Schloss zum Aufschließen. Diese Statuen auf sich hat, würde ich auch noch gerne mal erfahren. Das hat was mit der alten Magie zu tun. Levioso. Oh, mit Levioso. Levioso-Statuen. Okay. Elfmal aufmerksam hingucken. Dann sieht man da auch die Zeichen drauf. Ja gut. So, was haben wir hier? Nichts Spannendes. Hier war, glaube ich, Zaubertränker. Oh, und hier ist ein Schlüssel. Passenderweise schon direkt tot. Wo er hin soll. Nächste Hausmarke. Und wo ist das zweite? Zwei Fragezeichen. Ach, da oben. Und das riecht's doch mal lösen jetzt. Okay. Fragezeichen ist. Irgendwann habe ich es auswendig. Ich glaube, es waren zwei. Muss mir das mal abscreenshotten, wenn ich das mal. Muss da nicht jedes Mal extra rein. Okay. Die zwei, genau, das war das Viech. Mal ein Screenshot von gemacht. Das erleichtert's. Ungemein. Okay, jetzt haben wir hier die 2. 21, 11, 2. Macht die 8 und die 8 ist eine Spinne, eine Kromantuna. Würde ich vermuten. Und diese hier. Dann haben wir hier eine Kromantuna, ist die Fettspinne. Das ist hier die
Hier ist der Kommandant 5. Und dann unten 9. 17, 5, 9. 17, 5, minus 9. Macht 3. Und die 3 ist dieser dreifache Schlangenkopf. Da müssen wir mal hier eben hoch. Genau dieser. Und auf geht's. Ein Turm mit einem nicht identifizierten Gegenstand und Lichter. Statue von Gregor der Kriecher. Die Statue mit dem eingeschmeichelten Grinsen stellt den Zauber Gregor den Kriecher dar, der dafür die Erfindung des Gregor-Zaubertranks bringt wurde. Wodurch derjenige, der ihn trinkt, glaubt, dass die Person, von der Zaubertrank kam, sein bester Freund wäre. Wie ein Liebestrank, bloß halt für Freundschaften. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Alohomora. Ich höre Piefs. Der Piefs tut uns aus irgendwelchen Gründen nichts. Finde ich schon ein bisschen, nehme ich schon als Beleidigung, dass Piefs uns nicht wahrzunehmen scheint. Los, brechen wir den in das Büro eines Auroren ein. Hier haben wir ja schon was mitnehmen lassen. Da sind wir ja auch schon mal eingebrochen. Damals im Unterricht. Ein paar Mega-Power-Tränke können nicht schaden. Professor, hätten Sie noch mal kurz Zeit? Sie wissen doch, dass ich zu unterrichten habe. Nun gut, wie kann ich helfen? Nee, ist aber gerade kein Unterricht. Warum haben Sie für Hogwarts Ihre Stelle als Auror aufgegeben? Sie kennen wohl die Gerüchte nicht, von denen alle glauben, ich höre sie nicht. Hatten Sie besonderes Interesse an Zaubertränken? Ich bin zwar ein Experte für Zaubertränke, aber darum kam ich nicht nach Hogwarts. Ich wäre heute noch Auror, hätte meine Verletzung das nicht verhindert. Das Ministerium hätte mich gern weiter beschäftigt. Natürlich unter Pergamenten begraben, um das Auroren-Rekrutierungsprogramm zu leiten. Doch wenn ich schon an einen Schreibtisch gebunden bin, nun, dann kann ich mein Wissen auch weitergeben, während ich versuche, mein verfluchtes Bein zu heilen. Und die Bibliothek von Hogwarts ist auch nicht zu verachten. Sie versuchen, die Verletzung an Ihrem Bein zu heilen? Ganz genau. Damit Sie nicht denken, Angst spielte eine Rolle bei meinem Weggang, möchte ich Sie aufklären. Nicht Angst, sondern Schicksal lenkte meine Hand. Wenn es wirklich Schicksal ist, kann man wohl nicht viel dagegen tun. Schicksal ist, was man daraus macht. Es kann den Weg bestimmen, aber nicht, wie er beschritten wird. In der Tat, Sir. Danke für Ihre Zeit. Und ich hoffe, Sie finden Ihre Heilung. Ja. Nun, ich bin sicher, dass irgendwo ein leerer Kessel auf Sie wartet. Ja, Professor, natürlich. Nein, ein voller. Gut, dann waren wir hier mal. Oh, hier ist ein Schlüssel.
Den folgen wir gleich mal zu diesem Schrank. Eine weitere Marke. Na komm. Böse Rätselraum 1. Okay. Ist auch mal gut, hier mal ein bisschen kurz zu ergründen. Mal schauen, ist das der, den wir schon hatten? Ich glaube, es muss ein anderer sein. Okay, Rätsel rum. Oh je. So können wir nach wie vor nicht machen. Schade. Eine Truhe, da müssen wir hin. Hier ist auch eine Truhe. Oha. Können wir doch hier über die Kiste. Zur ersten Truhe. Hier sehen wir eine Brille. Oben ist ein weiterer. Okay. Kommen wir dahin. Soll ich übersehen? So, wie kommt man da hoch?
Oh, weia. Erstmal da dann kommen. Müsste hier irgendwie rüber. Da bricht man jetzt noch Sachen. Hä?